Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der Umzug geht, wie angekündigt, langsam los. So, hier ist mein Auto vollgepackt. Ihr sehen könnt, ich habe anderswo gepackt, weil das einfacher ist mit Einladen. Genau, hier ist halt noch so ein kleines bisschen freier Platz. Das hier, da habe ich alle Kisten vom Sofa in eine Decke gewickelt. Genau, dann haben wir hier unten drunter Schränke, hier ist der Abtreter, hier ist der Schuhregal, hier sind noch Schuhe, hier ist die Pflanze, genau. Also es ist auf jeden Fall ganz gut gepackt. Ich bin mal gespannt, wenn ich irgendwie nochmal was damit transportiere, was dann halt schwere Sachen sind, Kisten mit Büchern oder sowas vom Dachboden. Und dann das Auto hinten einfach tiefer ist. Das wäre ziemlich lustig. Ich glaube, das würde echt cool aussehen. So, mein Beifahrer am Kindersitz ist die Pflanze. So, das sind nämlich 2 von 3 Teilen des neuen Sofas. Das steht weder hinten dran noch rechts dran, wie man sieht. Also, ja. Ich schiebe das aber gleich mal daran, damit ich dann hier überhaupt ordentlich durchwischen kann. Aber so sieht es auf jeden Fall aus. Einige Zeit ist vergangen und ich habe jetzt alles aus dem Auto hochgeräumt, durchgewischt, habt ihr ja gesehen. Dann habe ich die 2 Kisten, die ich hier hochgetragen habe, gleich ausgepackt. Die sind leer, ich kann die dann gleich wieder mitnehmen. Ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Also hier das Sofa habe ich mit den Kisten belegt. Genau, hier haben wir die Schuhbank. Hier haben wir die Pflanze und der meiste Fortschritt ist eigentlich im Bad. Gibt es ein Licht, das ist sehr hässlich und das müssen wir noch abmachen. Und zwar habe ich, also der Schrank hier, dass der neben diesen WC-Rollhalter passt, das ist eine Millimeter-Sache. Der bleibt da höchstwahrscheinlich genau so stehen. Und der Hängeschrank steht jetzt auch nur da oben drauf, aber eigentlich kann man den da auch so stehen lassen, mal gucken. Jedenfalls habe ich dann noch ganz viel Kleinkram, Deko-Zeug und sowas. Die Schränke sind halt beide schon voll eingeräumt. Genau, das war's eigentlich. Oder? Es sieht so wenig aus. In so einer leeren Wohnung sieht das so wenig aus und vor allem mein ganzes Auto war eigentlich ziemlich voll und jetzt sind hier nur so gefühlt 3 Sachen hochgekommen. Aber gut, ich werde jetzt gleich zum Baumarkt fahren und dann hoffentlich ein Vorhängeschloss besitzen und die Kellerregale aufbauen. Und ja. Gucken, wie spät es dann ist. Und ich muss mir jetzt erstmal was zu essen und zu trinken. Also ich hatte noch was zu trinken mit und ein paar Gummibärchen, aber ich würde gerne noch richtig Mittag essen. Sehr schön, wie rot ich bin. Oh, ich bin so fertig. Ich muss erstmal hier die Fenster aufmachen. Ich war im Baumarkt. Ich war im Supermarkt, mir was zum Mittagessen holen, was ich noch nicht gegessen habe. Mache ich aber gleich. Und ich war im Möbelhaus. Im Baumarkt habe ich geholt ein Vorhängeschloss. Klebeband, also doppelseitiges Klebeband für den Rasenteppich und einen Baum für den Balkon, nämlich eine Olive, dafür ein Topf und für die beiden Töpfe solche Untersetzer. Alter, ich bin zu fertig. Es geht ja gar nicht. Oh, nee. Genau. Und im Möbelhaus, die Perspektive ist schon wieder super. Das sieht total fertig aus. Im Möbelhaus habe ich
Balkonmöbel geholt. Und zwar diese hier. Die werde ich jetzt aber nicht mehr aufbauen, weil ich unter Umständen dafür Werkzeug brauche. Oh Gott. Und es einfach zeitlich nicht mehr schaffe. Ich schaffe es jetzt noch schnell was zu essen. Hilfe. Das war es dann aber auch. Da muss ich erstmal Karl abholen. Ich fahre aber mit Karl morgen nochmal hierher. Und dann können wir vielleicht die Balkonmöbel aufbauen. Mal gucken. Tag, neues Chaos. Wir sind echt hier schon übelst am Abbauen, also kleine Sachen fahren wir gleich rüber. Das Auto ist auch schon relativ voll, hier sieht es entsprechend aus. Hinter mir steht zum Beispiel die Matratze. Ich hänge jetzt noch schnell Wäsche auf, Tim baut jetzt das Bett auseinander. Dann zeigen wir euch unten mal, was wir alles im Auto haben. Wir haben ja jetzt ein größeres Auto gerade als Montag, also können wir auch größere Sachen transportieren. Und ja, hoffen, dass wir heute ganz viel schaffen. So, hier sind schon Teile vom Bett. Hier hinter uns. Wer? Was? Karre ist dreckig. Ja, hinter uns. Ach, cool. Ist die Malmkommode und wir haben da noch Sachen reingestellt. Wir waren relativ erfolgreich und ich zeige euch jetzt, wie es hier aussieht. Ihr seht schon mal, Karl ist der Teppich reingekommen, ansonsten hat sich bei ihm nicht viel verändert. Ja, in der Stube steht jetzt hier das Regal. Ich habe auch gerade schon gesagt, die Ordner da oben müssten auch mal noch solche werden, weil das ist doch, das ist hässlich und nicht schön. Genau, der hier ist mit hergekommen und das Wichtigste und Größte, wir haben jetzt Balkonmöbel aufgebaut. Der steht nur da hinten, damit der Rasenteppich an der Ecke festklebt. Genau, Balkonmöbel aufgebaut, das sind die Kissen dazu. Dann Rasenteppich gelegt und geklebt. Dann haben wir hier noch unsere zwei Pflanzen. Genau, dann ist hier Zeug. Hier ist auch noch einiges. Das. Hier sind Teile vom Bett und die Kommode. Tag, neue Fuhre. Ihr seht vielleicht hier hinter mir Bettteile. Wir waren heute Morgen schon bei Ikea, haben ein paar Sachen gekauft, waren dann im Baumarkt, haben Haken für die Lampen geholt, haben jetzt das Auto nochmal vollgeladen, fahren jetzt zu Porta, holen noch Sachen, dann laden wir alles in der neuen Wohnung aus, holen Karl ab, dann ist die Mittagsruhe vorbei und dann wird gebohrt, also Lampen, Gardinen. Dann werden Möbel aufgebaut, ein Schreibtisch, ein Stuhl, unser Bett und der Waschbecken-Unterschrank. Den holen wir jetzt bei Porta, genau. Also ist heute wieder ein sehr produktiver Tag. Gestern war es ja auch schon. Und morgen wird auch nochmal einiges gemacht. Es ist kurz vor 20 Uhr. Wir haben von 15:30 bis jetzt die ganze Zeit was gemacht. Jetzt müssen wir wegen der Ruhezeit natürlich aufhören. Genau, wir haben nämlich gebohrt. Ich zeige jetzt mal, was wir gemacht haben. In der Stube. Ja, warte kurz. In der Stube. Ich habe den Schreibtisch aufgebaut und den Stuhl dazu. Dann haben wir die Lampe hier angebracht und aufgebaut. Die ganzen Teile hier mussten alle einzeln rangemacht werden. Das hat ein Stückchen gedauert. Dann haben wir jetzt hier Gardinen, also haben die Gardinenstange rangemacht. Ich finde die total schön. Dann hat Tim die Küchenlampe angebracht, wie ihr sehen könnt. Dann, lass mal bitte den Stuhl, mein Schatz. Dann haben wir die Flurlampe angebracht. Ja, dann haben wir im Schlafzimmer Gardinen angebracht, wie ihr sehen könnt. Haben wir noch rausgemacht? Ach ja, genau. Karl, komm mal da mal raus. Die habe ich schon gezeigt. Und wir haben den
Waschbecken-Unterschrank aufgebaut und platziert. Der fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Das auch. Genau, und das Ganze mit Karl und noch Essenspausen und dies und jenes. Also, ich finde, wir sind eigentlich ganz, haben ganz gut von der Zeit her das hingekriegt. Also, wir haben alles geschafft, was ich mir überlegt hatte.